Herrlich, meine Freunde! Mein Name ist Omageddon und willkommen zurück zum YouTuber Simulator 2016 YouTubers Live. Wir sind gerade am Hochladen von einem Video und mir wurde ein interessanter Aspekt in die Kommentare geschrieben, und zwar: Wie wäre es, wenn wir mal Kurse machen? Kurse können wir ja inzwischen bald starten. Allerdings wurde mir in die Kommentare geschrieben: Thomas, du solltest irgendwann mal dringend deine Miete bezahlen, weil wir sonst das Spiel endet. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Aussage seriös war, aber ich vertraue der Aussage mal. Aber wo konnten wir nochmal Miete zahlen? Das würde mich gerade interessieren. Auf jeden Fall kam, glaube ich, wieder ein kleines Update raus zu YouTubers Live. Kommt irgendwie ständig ein neues Update raus. Andauernd kriege ich Nachrichten. Ja, Thomas, neues Update, YouTubers Live. Aber meistens sind die nur 5 MB groß, also von daher, keine Ahnung. So, da es wieder morgens ist, werden wir uns direkt mal ein Sandwich gönnen. Hashtag im Gönnmodus. Okay, wir sollten mal wieder Sandwiches kaufen. Aber was ich echt gebrauchen könnte, wäre Geld. Programmierer können wir nicht, aber als Spieleverkäufer arbeiten wir mal. Danach werden wir direkt wieder schlafen gehen. Ah, das neue Video kommt gar nicht gut an. What the heck? Oh Gott, ich hätte das lieber nicht hochladen sollen, oder? Mal schauen, ob es gut oder schlecht ankommen wird. Ja, okay, es geht, es geht. Solange Plus-Abos dazukommen, ist mir eigentlich alles egal. Jo, oh Mann ey, wozu bin ich eigentlich essen gegangen? Ich hätte erst arbeiten sollen gehen und dann essen gehen sollen gehen. Was laber ich? Mein Deutsch sei nicht gut. Okay, Essen kaufen mal wieder. Warum geht sie alleine in mein Zimmer? Wer erlaubt dir das ständig? Kannst du mir erstmal, wow. Ich bin aber müde, kannst du bitte in mein Bett gehen? Hallo, Thomas. Erde an Thomas. Erde an Thomas? Thomas, geh ich schlafen. Ich will nicht, dass du um unsere Mitbewohnerin rumgehst. Das ist bestimmt nicht nett. Was machen wir gerade? Ist das ein sehr lustiger Spielebug oder was ist hier genau? Ich habe mal das Spiel neu gestartet, weil ich glaube, Thomas wäre sonst die ganze Zeit noch rumgegangen. So, nur wegen dir. Hey Thomas, dein neues Handy wird in ein paar Tagen auf dem Markt erscheinen und wird ein paar echt klasse Extras für YouTuber haben. Du sollst bei solchen Veranstaltungen dabei sein, um mit Industrieneuheiten immer auf dem neuesten Stand zu sein. Okay, kann ich die Veranstaltung hier sehen? Veranstaltung? Ah, 14. Am Ende, 2 Tagen schon? Ist kostenlos, Ticket kaufen, na dann. Ich werde auf jeden Fall teilnehmen. Ah, einkaufen, habe ich gesagt. Ja, wieder ein paar Sandwiches, warum nicht, ne? Dann Energy Drink, damit werden wir direkt wach, glaube ich. Zumindest ein Salat, was Gesundes. Und dann werden wir einfach mal wieder einkaufen gehen. Schön. So, $150 haben wir. Wir können theoretisch gesehen jetzt irgendwas Neues kaufen. Die Frage ist, was? Ich habe nie Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Erstmal werden wir ein Spiel wählen. Du verlierst Abonnenten. Okay, mehr aufnehmen. Das ist eine gute Idee, my boy. Gehyptes Spiel. Bonks Duck sieht sehr gehypt aus. Noch ein Gameplay raushauen. Ich glaube, wir sollten auch nicht allzu oft neue Spiele kaufen, denn das geht so in die Tasche hinein. Ach, hier aufrüsten, das geht. Ah. Ah. Die Frage ist, was können wir... Ja, komm. Wir machen lieber ein Video. Video machen wäre sinnvoller. Video weiter. Jo. Aufrüsten werden wir einfach mal ein andermal fortsetzen. Bonks Duck, let's play. Let's... Play Bonks Duck Gameplay. Wir brauchen wieder einen klickgeilen Titel. Die Frage ist natürlich, was? Wir haben so gut wie alles durch, deswegen müssen wir neue Dimensionen schlagen. Wir haben eine neue Erde in Real Life entdeckt. Ja, mit gleich Ausrufezeichen. Aha, genauso. Ah, ich hätte davor was essen sollen. Dann hätte ich mehr Glühbirnen gehabt, Mann. Tanzende Begrüßung, so. Ah, cool, jetzt sieht man hier zumindest den Smiley. Hier passt aber alles dazu. Deswegen, kurzer Kommentar, passt perfekt. Jetzt hier müsst ihr wissen, was wir machen. Ein Ratschlag. Passt nicht so ganz. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, wie es funktioniert, aber ich habe es nicht geschnallt. Deswegen, ihr habt mir geschrieben, Thomas, schau mal bei German Let's Play vorbei. Okay, werde ich machen. Werde ich machen bei seinem Let's Play. Denn sonst habe ich, glaube ich, nie Ahnung, wie das Ganze hier funktionieren wird, oder? Und wegen der Verabschiedung. Bye, bye. Ne, die Folge hier ist noch nicht zu Ende. Weiter. Jo, wir werden das Video direkt mal schneiden. Schneiderino. So, zack. 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 Und... wir machen lieber den hier. Dann passt das mehr. So, weicher Fokus direkt mal. Titel wählen. Und dann werden wir das Video auch mal direkt rendern. Okay, Interesse ist nicht sonderlich hoch, aber ich denke mal, das geht auf jeden Fall fit.
Vorne mit der Nachbearbeitung. Wann waren wir mal so gut? Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, zumindest. So, Video auf gar keinen Fall verwerfen, hochladen und jetzt müssen wir mal schauen. Oh, hi. Oh, 14. März ist gerade da, cool. Hallo? Kannst du mal bitte an die Seite gehen? Gut, wir werden direkt mal wieder essen. Ziehe dich um, okay. Ah, können wir nie mal was Neues kaufen? Na, so eine Mütze wäre... Okay, wir ziehen uns mal um. Was ist das hier? Oh, ich habe aber eine geile Frisur. Guckt euch diese Schmalzlocke an. Oh ja. Das werden wir mal behalten. T-Shirt einfach mal ein schwarzes, grünes, blaues. Blau sieht doch gut aus, nicht? Und pink, nee, wir behalten mal die kurze Hose. Es sollte deutlich mehr kurze Hosen hier geben. Brille werden wir nicht, Medaillen haben wir nicht. Zum Event gehen und mal schauen, was für neue Informationen wir zu neuen Spielen oder zu dem neuen Handy bekommen, die unsere Mitbewohnerin uns erzählt hat. Ich glaube, wir müssen mal bald wieder ein neues Spiel kaufen. Wobei wir mit den jetzigen Spielen eigentlich auch gut zurechtkommen. Man muss aber sagen, man sollte gehypte Spiele kaufen. Ich habe gesehen, oh. Ah, das ist das neue Handy. Cool. Und was jetzt? Hallo? Spiel? Oh. Willkommen auf der Präsentation von den neuen Strawberry Course 9200. Wir schaffen das Strawberry Course 9200, den mobilen Markt revolutionieren wird. Das neue Handy verbindet dich erstmals mit den sozialen Netzwerken. Du kannst Nachrichten an deine Freunde senden. Du kannst deinen Freunden folgen und Nachrichten an der Pinwand hinterlassen. Wow. Das Gerät wird September 23. Dezember zu einem Preis von $150 erscheinen. Alle Besucher dieser Veranstaltung bekommen einen Preisnachlass von $100. Das Handy werde ich mir kaufen. Okay, wir gehen schon. Cool. Das Handy werden wir uns auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, so werden wir auch Kontakt zu anderen YouTubern bekommen, oder? Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir Kontakt zu anderen... Oh, so viele neue Dudes. Oh, reden. Hi. Oh, die sieht alt aus. Geh mal weg. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Ah, die sieht gut aus. Diana. Diana werden wir mal anreden. Ja, geh mal weg von Armani. Tschüss. Ah, hallo. Mein Name ist Thomas. Ich mache Videos auf YouTube. Und was machst du so? Ich wink dir gerade zu. Hallo. Oh Gott. Okay, weiterreden. Dann werden wir uns einfach mal mit wem unter... Oh, mit dem hier, der ist so cool. Lee. Der kennt bestimmt Bruce Lee, ist sein Sohn. Oh, cool. Wir sind gleich gute Dudes. Ah, ich will Kontakt zu ihr behalten. Nee, gleich wieder reden. Sie redet gerade aber mit meiner Mitbewohnerin. Cool. Gibt's eigentlich noch mehr, was wir uns ansehen können, oder nur diesen einen Raum? Nur diesen einen Raum, okay. Das finde ich okay, aber wozu können wir eigentlich uns gerade mit anderen unterhalten? Wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen. Vielleicht sehen wir uns. Ich habe sogar gesehen, man kann hier heiraten oder irgendwie eine Beziehung aufbauen. Mit dem anderen Geschlecht. Habe ich so gehört? Gelesen? Wieder reden. Ich möchte ihre Nummer klären. Ah, da bist du schon wieder. Du mit den pinken Haaren. Wie hieß du nochmal? Keine Ahnung. Oh. Jasmin. Wir sind aber ganz schön viele am Trinken, was genau da auch immer drin sein mag. Ich habe keine Ahnung. Und wie können wir wieder gehen? Müssen wir sie ansprechen eventuell? Flirten. Oh. Das geht. Das geht sogar nach einer Zeit, okay? Flirten mal. Danach werden wir mal flirten und mal schauen, ob es klappt. Während wird Thomas ein liebes Happy Ending bekommen. Erfahrt es in der nächsten Folge. Zahlt dafür 5 Euro. Okay. Wir haben anscheinend einen Korb bekommen. Oh, armer Thomas. Reden. Ah, gleich sind wir auf einem neuen Level mit Candle. Ist Candle jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Mädchen, oder? Glaub schon, ja. Die Augen sind so fabulous groß, deswegen. In solchen Spielen sind die Augen von Mädchen immer fabulous groß. Geschenk geben. Das kostet Geld. Tada! Okay, wenigstens ist sie berührt. Wenn nicht, ich hätte dich umgebracht, ohne Mist. Ich bin hier sehr sparsam. Nach einem Date fragen. Trauriger Moment. Okay, wir gehen. Wie können wir gehen? Anscheinend bleiben wir für immer auf dieser Präsentation, oder? Kann ich wieder gehen? Kann ich 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 gehen? Wieder reden. Anscheinend haben wir durch diese Aktion gerade ein bisschen an ihrem Vertrauen verloren, wie wir sehen.
Deswegen, ich mach's wie in Sims. In Sims habe ich immer damals so gemacht, um eine zu klären. Ich habe andauernd mit dir geredet. Irgendwann habe ich so ein bisschen mehr versucht. Dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich immer mehr und mehr und mehr und mehr geredet. Und irgendwann klappt's. Deswegen reden und reden und reden und reden und reden und reden. Und reden. Ja, schön. Aber ihre Lache ist so ein bisschen... Meh. Red nochmal. Mit wem werden wir dann reden? Aber können wir nicht von dieser Veranstaltung runter? Ich hab keinen Bock mehr. Ich will wieder Videos machen oder sonstige Dinge. Ah, Robby. Wir werden mit Robby reden und dann sie umarmen. Eventuell will sie uns diesmal... Oh, VIP-Lounge. Oh. Wir haben diesmal aber 20.000. Oh, ey, ich will da hingehen. Ich will da hingehen. Ich will auch Fotos bekommen. Okay. Los, komm schon. Du kannst... Ja, geh weg. Sie hat uns nicht verdient. Okay, ich will auch ein Foto machen. Ich will hier ins Rampenlicht. Ich will ins Rampenlicht. Kann man ihn schubsen? Ich will ins Rampenlicht. Macht ein Foto von mir. Ey, ich frag dir... Können wir den nicht fragen? Die soll mal weggehen. Voll gemein. Okay. Können wir jetzt nicht gehen oder müssen wir für immer in unserem Leben auf dieser Veranstaltung bleiben? Hallo? Eventuell mit einem Handy, wenn wir ein Handy hätten gerade. Okay. Sollen wir jetzt echt die ganze... Okay, dann reden wir mal ein bisschen weiter. Eventuell müssen wir mit irgendwie in Kontakt knüpfen oder so. Keine Ahnung. Ich werde mal die ansprechen. Jasmine. Hatten wir mit Jasmine nicht vorhin schon... Ja, wir hatten mit Jasmine vorhin schon gesprochen. Okay. Ja, wir versuchen mal neue Kontakte zu knüpfen. Eventuell kriegen wir ihre Nummer oder so und dann... Schauen wir mal. Sind das eigentlich hier alles YouTuber oder... Wir gucken uns mal Profile an. Wir reden mit Diana und gucken uns das Profil an. Einladen. Ich kann nicht mehr Leute einladen. Hä, warum nicht? Profil ansehen, Level 1, Level 12. Also sie scheint anscheinend nichts zu machen, oder? Ah, der Typ sieht schon ein bisschen größer aus. Was macht sie eigentlich hier, wenn ich fragen darf? Gar nichts. Okay, Jasmine, Rang 4. Wir müssen uns mit Jasmine anfreunden. Jasmine, ich komme wieder zu dir. Geh weg, Diana. Es war schön mit dir, aber ich muss dich jetzt verlassen, weil Jasmine schon Level 11 ist. Und sie wird wahrscheinlich Abonnenten haben. Und das brauchen wir. Hi, Jasmine. Yeah. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Yo. Ich will erstmal sie einladen. Geht das? Ah, ich kann nicht mehr Leute einladen, okay. Aber wir werden mal weiter reden. Warum nicht? Reden kann nicht schaden. Aber trotzdem würde es mich gerade interessieren, kann man jetzt von dieser Veranstaltung runter oder muss man echt die ganze Zeit hier drauf bleiben? Wenn man so die ganze Zeit hier ist, ist es ja ein bisschen eintönig, nicht? Reden wir weiter mit dir. Vlog aufnehmen. Oh ja, wir können einen Vlog aufnehmen. Ja, Leute, was geht? Mein Name ist Thomas. Ich bin gerade hier auf einer VIP-Party mit ganz großen YouTubern. So. Aber wir haben nicht allzu viele, Dings. Glühbirnen, das wollte ich sagen. So, hier war Script. Das hat gepasst, schön. Was wir jetzt erhöhen müssen, ist natürlich eine gute Frage. Script? Nein, okay. Dann habe ich es immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert mit den Kommentaren. Unlustiger Kommentar, es geht doch, oder? Ja. Was ist das für eine Lache? Ei, weiter. Ich werde zu Hause bearbeiten. Schön, Vlog wurde aufgenommen, aber wir müssten so langsam aber sicher mal nach Hause, oder? Können wir mal nach Hause? Wir haben jetzt einen Vlog aufgenommen. Wir unterhalten uns wieder mit Jasmine. Reden mal ein bisschen mit ihr, um Kontakte zu knüpfen. Sie ist groß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich groß, ne? Wieso? Das sieht so aus, als wenn der Typ mich von hinten umarmen würde. Fabulous! Okay. Schön. Hey! Nö! Ich muss ihn wegtreten! Das war mein Plan! Jetzt gib ihm bös, Junge! Gib ihm bös! So, Bitch Slap links, Bitch Slap rechts! Bah, unterhalte ich nicht mit dem! Unterhalte ich mit Jasmine! Wie kann er es wagen, den großen Thomas Geddon sein Ziel wegzunehmen? Ja, das Lustige ist, dass diese Worte, dass manche aus der Community diese Worte ernst nehmen. Okay, wir reden mal ein bisschen weiter mit ihr. Aber wie können wir jetzt gehen? Reden, Geschenk geben, Profil ansehen, gehen. Hier, Exit. Weiterreden. Red weiter.
Können wir echt nicht gehen oder ist das hier wirklich unmöglich anscheinend? Immer weiter reden. Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Die Frage ist natürlich, wie? Escape? Nee. Da pausieren wir nur das Spiel. Fortsetzen. Hä? Achso, ich dachte schon, ich gerade umarme mich hier irgendwer. Okay, geh mal weg, Thomas. Wir gehen jetzt mal in Richtung hier hin. Eventuell werden wir hier irgendwo hinkommen. Mal sehen. Wir müssen doch hier irgendwie gehen können. Hey, diesmal will ich ein Foto von mir machen. Ich kann mich selber anvisieren, aber nichts machen. Ah, für die Presse posieren. Selfie! Selfie! Schön. Du kannst so gehen, du bist noch nicht wirklich bekannt. Hey! Okay, wenigstens können wir jetzt gehen. Kann ich gehen? Ah, okay. Tschüss! Ciao, Party! Die haben meine Famous-Kite noch nicht erkannt. Wir haben 25.000 Abonnenten. Das ist voll gemein von denen. So, wir werden direkt mal... Ah, es sind momentan so viele Hater-Kommentare. Vielleicht sollten wir doch nicht mehr so viel... Clickbaiting machen. Wäre das gut? Eventuell. Who knows? Nee, wir gehen mal zurück. Wir gehen zurück, beenden. Ich will mir ein neues Spiel kaufen. Neues Spieler Priorität einkaufen. Denn es kam ja irgendwie so ein neues Spiel raus. Bevor wir zu dieser komischen Event-Zeugs gegangen sind, war ja was. Amazing On. Was nehmen wir denn da am besten? Das kam neu raus, oder? Ja, yep, das kam neu raus und scheint gar nicht mal so schlecht anzukommen. 4,8 Sekunden braucht es, um anzukommen. So, wir gehen mal schlafen. Danach gönnen wir uns Essen. Danach werden wir das Paket aufmachen, was wahrscheinlich zu uns kommen wird. Danach öffnen, schön. Und danach werden wir ein Gaming-Video machen. So, ein Sandwich essen. Und... Ersetzen, das geht. Erstmal ein neues Gaming-Video. Wir gucken mal, wie wir das am besten machen. Ja, 65 nur. Egal. Neue Spiele wurden mir gesagt. Dann werden wir direkt mal ein neues Spiel raushauen. Ja, ich würde 7 gerne meinen PC upgraden. Aber mir wurde das auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich muss erstmal sagen, ich würde mich erstmal darauf konzentrieren, ein bisschen Geld anzusparen. Damit wir halt im Endeffekt wirklich alles auf einmal upgraden können. Und nicht nur so einzelne Dinge. Und im Allgemeinen müssen wir auch Miete zahlen. Also von daher... Hä? Kann das natürlich problematisch werden. Wir fahren. Passt zu Let's Play Driven. Okay, neues Video wird aufgenommen. 26 Glühbirnen. Das ist doch perfekt. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal eine größere Reichweite auf YouTube. Tanzende Begrüßung, wie immer. Passt sogar nicht so ganz, okay. Was wir da machen werden, ist ein lustiger Kommentar. Passt sogar perfekt. Wieso das zum Körper gepasst hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, eine fröhliche Äußerung. Passt leider nicht perfekt. Okay, da hätte ein anderer Smiley dazu gepasst. So, interaktiver Ladebildschirm. Sinnloser Kommentar. Passt auch nicht so ganz, okay. Ganz winkende Verabschiedung. Passt auch nicht so ganz dazu. Okay, naja, weiter. Wir werden mal direkt das Video schneiden, wenn wir schon mal dabei sind. Dann machen wir das hier. Dann machen wir den hier. Dann machen wir... Ah, ich glaube, ein Teil wird nicht passen, oder? Ja, ein Teil wird auf gar keinen Fall passen. Wir sind nicht sonderlich gut beim Schneiden. Egal, das dürfte passen. Ich mag die Mucke hier so gerne. Okay, wir gucken mal jetzt ein bisschen. Wir brauchen gehypte Spiele, das brauchen wir. So, wir kriegen bald wieder Geld. Boah, mit YouTube verdienen wir schon echt gut. Das freut mich auf jeden Fall. Aber was wir jetzt brauchen, ist mehr Geld und mehr Spiele auf jeden Fall. So, einkaufen tun wir mal wieder. Okay. Erstmal müssen wir warten, bis es jetzt hochgeladen ist, das neue Video. Wir gucken uns mal Kurse an, genau. Hier konnte man einen Kurs starten, wie man den PC selber... Computerwissen für Anfänger. Ah, das würde ich gerne machen. Das machen wir auch mal direkt. Mit dem neuen Geld, was wir von YouTube bekommen, dürfen wir uns eigentlich die Miete leisten können. So, Grundwissen für Anfänger. Grundwissen. Grundwissen, das könnten wir gebrauchen. Dann schauen wir mal am besten, was für ein neues Video kommen wird. Aber als erstes würde ich sagen, lassen wir den lieben Thomas mal in Ruhe lernen. Und ich sehe euch im nächsten Part, aber zuerst gucken wir mal hier. Freigeschaltete Inhalte. Nachteule, was ist das denn? Info. Info? Info. Info? Maximale Glühlampen erhöht. Nice. Zwei zusätzliche. Freigeschaltet. Wer braucht Schlaf? Dein Schlafbalken sinkt langsamer. Nice. Neue Karten. Cool. Zwei neue Karten freigeschaltet. Wo sind die, wenn ich fragen darf? Ah, das ist eine Kartensammlung. Wenn du neue Karten erhältst, kannst du sie... Ah, das lang erwartete Spiel, das werden wir direkt kaufen. Wenn wir schon mal dabei sind.
Okay, ich wollte die Folge gerade beenden, aber komm schon, ein paar Minuten gehen noch, ne? Wenn wir gerade so viel Spaß. Oh Gott, nein. Jetzt können. Oh, sehr positiv. Bam, Junge. So muss das. Okay, ein paar Kommentare schön einkaufen. Oh Gott, nicht schon wieder der PC. Ach man. Welches Spiel kam jetzt raus, wenn ich frage? Oh Gott. Wenn du nichts unternimmst, um unsere Freundschaft zu verbessern, wird sie enden. Tschüss, hab ein gutes Leben. Danke, tschüss, brauch dich nicht. Wer braucht diese kleinen Eintagsfliegen? Niemand. Doll PC Driven. Hä, wir haben doch gerade Driven gekauft. Ach so, ah. Okay, aber als erstes müssen wir... $100, als ob. Wir haben gerade so viel schön... Wir hatten gerade so viel Geld. Über $180, so viel Geld hatten wir noch nie. Und jetzt aber gut, wir verdienen wieder einiges an dem neuen Video. Einkaufen. Wir gucken mal, was für Spiele so kommen. Wobei, ich würde sagen, wir machen erstmal ein altes Gaming-Video. Wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Wenn zu viele neue Games, wir warten lieber, bis ein neues Game rauskommt. Driven 83, das finde ich gut. 80. Ah, die Spiele sind echt nicht mehr im Hype, ne? Man muss sagen, die sind extrem alt geworden. Deswegen müssen wir neue Spiele let's playen. Neue Spiele, neue Spiele, neue Spiele. Driven kam gut an, Bonk stuck nicht. Deswegen werden wir einfach mal... eine Preview von Driven raushauen? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Fortsetzen. Preview. Hashtag One. Die Macher konnten sich kein E leisten. Versteht ihr, wegen Driven und 3? Die konnten sich das eh nicht leisten. Deswegen würde es auch direkt der Titel sein. Nicht in Caplogs geschrieben, wir wollen ja nicht so viel Hate hier abbekommen, ne? Tanzende Begrüßung bei einer Preview. Warum sind wir bei einer Preview? Okay, 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 okay. Sinnloser Kommentar. Ich glaube, Previews lohnen sich nur, wenn das Spiel gerade rausgekommen ist, oder? Habe ich so das Gefühl, mörderischer Blick. Ah Gott, ich hatte hier eine Vorlage und hab's voll verschissen. Eine neue Konsole. Z-Box 360. Oh. Hä? Irgendwie mich zu inkompetent, Videos zu machen, oder? Ich glaube schon. Ich guck mir mal nach diesem Part wirklich an, wie das mit den Videos funktioniert. Damit ich das nicht mal in die Kommentare geschrieben bekomme. Ich bin einfach nur zu inkompetent zum Verstehen, deswegen. Nichts gegen euch, ich bin zu inkompetent zum Verstehen. Aber trotzdem versucht's irgendwie gut zu erklären. Interesse 44, ah. Raushauen, nicht raushauen. Ja, wir hauen's einfach mal raus. Ich denke mal, es sollte dennoch einigermaßen gut funktionieren. Wir schauen mal neue Karte. Gestohlenes Video. Das nehmen wir mal direkt. 7 Glühbirnen. Eieieiei. Na dann, liebe Dudes, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von YouTubers Live. Und ich sehe euch im nächsten Part. Bye, bye.